Moin Freunde, es geht wieder los. Die Vollversammlung im Sommersemester 2024 steht an und wir nehmen euch exklusiv mit. Schauen wir mal, was heute so los ist. Die Vollversammlung ist das höchste Organ der Studierendenschaft, bei welchem einmal im Semester alle Studierenden zusammenkommen und über zuvor eingereichte Anträge abstimmen können. Was soll sich an der Uni ändern oder was könnte verbessert werden? Über all diese Dinge können die Studierenden der Universität Greifswald debattieren und abstimmen. Bevor es jedoch losging, gab es noch eine kleine Einführung in die Vollversammlung durch den Tagespräsidenten Tom. Und dann konnte es auch schon losgehen. Mit 303 Studierenden waren wir beschlussfähig. Die Anträge müssen somit im Stupa diskutiert werden. Insgesamt sind 24 Anträge eingegangen. So wurden sich beispielsweise zu Anträgen beraten, wie die Entgegenwirkung von Wohnungsnot bei Studierenden, die Förderung der geistigen Gesundheit, mehr Getränkeauswahl in der Cafeteria und Mensa oder auch über zusätzliche Fahrradbügel auf dem Berthold-Beitz-Platz. Anträge mit vielen Redebeiträgen waren jene zu der Einrichtung externer Beratungsangebote für Betroffene sexualisierter Gewalt oder auch eine neue Regelung bei Prüfungsrücktritten, bei welchen nun auch ein normales Attest genügen soll. Somit müsse die ärztliche Schweigepflicht nicht mehr aufgehoben werden, wie es bisher der Fall ist. Außerdem sprach sich die VV gegen eine Einführung der allgemeinen Anwesenheitspflicht für die Einführung von Flintertoiletten und auch eine Awareness-Sensibilisierung der studentischen Gremien und Organe und der Mitglieder der Moritz-Medien aus. Die gesamte VV könnt ihr gern noch einmal im Live-Ticker des Webmoritz nachlesen. Beendet wurde die VV um 19.57 Uhr und nach knapp 5 Stunden und vielen Wahlen verließen die Studierenden den Lohmeier Campus. Alle angenommenen Anträge gingen an das Stupa, welche am vergangenen Dienstag diskutiert und bestätigt wurden. In folgender Grafik könnt ihr sehen, welche Anträge angenommen und welche abgelehnt wurden. Thank you.